Ist die Mami schön? Er war der Prinz George der heimischen Hochzeit des Jahres. Im niederösterreichischen Schloss Thalheim trauten sich zeitgleich mit Pippa in England Stargeigerin Lydia Beitsch und Heldentenor Andreas Schager. Und während die Gästekarawane Richtung Trauung zog und der Bräutigam schon leicht unruhig wurde, zeigte auch die Braut Nerven. Ich war bis vor kurzem sehr, sehr ruhig und dann realisiert man das so plötzlich, okay, das ist wirklich schon jetzt. Oh mein Gott! Und dann kam sie und alles war gut. Nimm diesen Ring als sichtbares Zeichen meiner Liebe zu dir an. Diese Blicke sprechen Bände und ich freue mich, so wirklich Tränen in den Augen gehabt. Bei den beiden bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass das was wirklich Wunderschönes und hoffentlich ganz, ganz lang oder ewig Andauerndes sein möge. Ja. Ist es ein klassisches Hochzeitsgeschenk, ein Schwert? Offensichtlich. Ich hätte damit eigentlich aufgehalten werden können in Wien von der Polizei, weil es dem Waffengesetz unterliegt. Also es ist ein echtes Schwert. Lydia weiß schon davon. Ich habe eine ganz großartige, wunderbare Frau an meiner Seite. Und Lydias Sohn Theodor war es dann schon ein wenig fad und aufs Hochzeitsfoto wollte er partout nicht. Ist ein Geschwisterchen für ihn geplant? Das sagen wir jetzt nicht in die Kamera. Ja.